Hallo und herzlich willkommen hier beim Mini-Klangwunder. Erstmal passend zum schönen Sommerwetter, einen schönen heißen Kaffee. Sehr lecker. Ja, ich bin im Urlaub, habe mir aber minimales Sound-Equipment mitgenommen, was auch noch vertestet werden möchte. Und zwar gibt es da den Tron Smart Apollo Air. Ich drehe das mal um, dann seht ihr ganz viele technische Angaben. Könnt ihr gerne auf Pause stellen, ich alle die durchlesen. Die wichtigsten sind Bluetooth 5.2, typisch für ein True Wireless Kopfhörer mittlerweile, dass er über ANC verfügt, APTX, die Verpackung sagt 8 Mikrofone, in der App, die dabei ist, steht was von 6 Mikrofonen. Da sage ich jetzt aber mal, richtig telefonieren war mit dem nicht so gut, auch wenn das hier drauf steht. Vielleicht liegt es auch an meiner Physik, an meinem Kopf, an meinen Ohren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass der Gegenüber oder die Gegenüber, die Person, mit der ich telefoniere, mir dann sagt, das klingt ein bisschen blechern. Verständlichkeit ist dadurch leider auch nicht ganz so gut, aber gut, das ist zweitrangig. Eigentlich teste ich ja solche Mini-Klangwunder, weil es um den Klang geht und um den. Und da will ich mich jetzt drum kümmern. Ich schenke mir mal, das hier weiter auszupacken. So viel gibt es nicht zu sehen, außer dass dieses kleine Döschen da drin ist. Hier seht ihr dann Tron Smart, kann man hoffentlich ganz gut erkennen. Hinten USB-C, noch eine kleine Taste. Wenn man den dann umdreht, ist eine LED dabei, dass man sieht, ob es noch aufgeladen ist, also das Case oder nicht. Hier sind für gewöhnlich die In-Ears drin. Ich stecke mal einen rein, wieder, damit ihr seht, wie die eingesetzt werden. So rum nämlich. Dann sitzen die so da drin, die halten natürlich magnetisch, Klappe zu, dann ist auch die Verbindung weg. Ja, ich nehme einen raus, setze mir den mal ein, damit ihr auch seht, wie die dann im Ohr sitzen. Ja, hier sieht man das schön. Ich zeige euch das mal im Detail an dem anderen. Die sitzen mich sehr gut im Ohr, sogar bei mir mit den Standard-Tipps dabei. Und zwar sind die hier etwas länger als die, die ich sonst habe, also als der Standard, sagen wir mal so. Sitzt mir sogar besser als die Apple AirPods Pro. Das würde ich mir einfach so im Raum stehen lassen. Ja, das ist halt so. Ich habe die jetzt auf ANC an. Das heißt, ich höre hier vom See und von den Stimmen, die hier um mich rum sind und von dem Wind eigentlich gar nichts mehr. Was ich ab und zu höre, ist so ein leichtes Zischeln links. Der Wind kommt auch von links. Also da ist vom Job her das nicht ganz so perfekt. Wobei hier auch teilweise recht windig ist. Aber ich habe ja gesagt, per App kann man da einiges machen. Ich schalte mal die App ein und zeige euch das gleich mal, wie die aussieht. Die Tron Smart App. Hier ist sie. Muss die mal neu starten. Ich habe gerade ja... Genau, schließen Sie die Seite. Jetzt muss ich hier auf Apollo Air, Apollo Air Plus auch verbinden gehen. Dann werden die gesucht. Und natürlich gleich auch gefunden. Hier sind sie schon zu sehen. Und zwar links und rechts. Links ist in dem Fall jetzt sozusagen der führende der beiden In-Ears. Ich habe ANC hier jetzt nochmal auf On bestätigt. War auch schon vorher drin. Das ist der kleine Nachteil mit der App. Die geht in so einen Standardmodus rein und irgendwie fragt die den Zustand zwar ab, aber aktualisiert den dann nicht. Immer wenn ich eben neu starte, muss ich hier sozusagen nochmal drauf drücken, damit das auch synchronisiert passt. So, jetzt habe ich hier mal die Umgebungsgeräusche eingestellt. Jetzt höre ich auch meine Stimme wieder sehr schön. Das ist jetzt so, als wenn ich mit einem Apple AirPod telefoniere. Also ich höre meine eigene Stimme auch ein Stück, weil die sind ja nicht ganz zu. Hier schon. So ein bisschen wie der Ambient Sound auf dem vom Apple AirPod Pro. Nur nicht ganz so gut. Ich habe hier auch immer noch beim Sprechen, wenn das rückgeführt wird, so ein leichtes Zischen und Knacken drauf. Das ist aber dann diese Geräuschgeschichte, ANC oder Umgebungsgeräusch. Wenn ich ANC ausstelle, dann ist er rein im passiven Betrieb, also was die ANC-Geschichte angeht. Und da gibt es auch dieses Zischen und Knacken nicht mehr. So, ich bin weiterhin hier mit der App etwas begrenzt. Ich habe nur die Möglichkeiten zwischen 8 Einstellungen, und zwar Original, 3D, Klassik, Rock, Vokal, Hi-Fi, Deep Bass
und Default. Ich sag's mal ganz so, wie es ist. Aus meiner Sicht kann man die ganzen Einstellungen hier ein Stück weit vergessen, außer Default. Default ist noch mit die beste. Ja, ich habe noch ein paar andere Einstellungen, die ich hier machen kann. Fürs Tippen, das ist ganz gut. Was ist, wenn ich tippe? Lautstärke plus, minus. Wie oft muss ich tippen, damit es vor und zurück, ein Titel vor- oder zurückspringt, damit ich hier auf Play-Pause komme. Das kann ich alles einstellen. 2 Sekunden halten und so weiter und so fort. Ja, klanglich. Ich gehe mal dahin. Spielen wir was an. Ja. Genau. Das wollte ich nur noch mal als Bestätigung haben, weil ich jetzt zu dem Klang komme. Bis zu 20 Stunden Spielzeit. Aufgeladen, weiß ich gar nicht, was hier steht. Habe ich hier nicht gefunden. Habe ich auch nicht ausprobiert. Für mich ist der Klang viel wichtiger. Und zwar hier mit dem Tron Smart ist es so, der liegt nicht auf meiner Wellenlinie, leider nicht, weil diese 8 verschiedenen Soundmodi, die ich euch gezeigt habe, die ändern einfach zu wenig. Grundsätzlich ist es so, er hat eine wahnsinnige Bassbetonung, dann kommen die Mitten und dann kommen die Höhen. Also es ist so ein leichtes Gefälle. Klanglich sind die sehr nah dran an einem HD 650. Sehr nah dran, sage ich deswegen, weil die Tron Smart Apollo R, die klingen wie so ein schweres, wohliges Sofa. Angedickter Bass, Stimmen, Mitten, Instrumente sind noch recht schön in der Wiedergabe, sehr klar. Er spielt auch mit Details, und zwar mit sehr warmen Hochtondetails und nicht mit einer absoluten Klarheit. Ich möchte jetzt auch gar nicht vergleichen mit In-Ears, die 1000 Euro mehr kosten oder auch nur 400 Euro mehr. Das ist aber tatsächlich so, dass bei dem Apollo R deutlich mehr Bass und Mitten da sind als Hochton, wo ich bei anderen TWS in einer ähnlichen Preisklasse dann manchmal den Bass vermisse oder die Präzision in den Mitten vergesse. Dafür habe ich aber sehr viel Hochton. Da fehlt mir wirklich dieser Sparkle, da fehlt mir das bisschen mehr, da fehlt mir so ein bisschen die Ausgeglichenheit. Wer aber tatsächlich so einen richtig schönen, kräftigen, schweren und mit einer, mit Details, aber sehr, sehr warmen Details, wer sowas sucht, der fährt mit dem Tron Smart Apollo R sicherlich ganz gut. Ich habe auch mal probiert, mir Tipps drauf zu machen, wo das Ziel nicht so gut ist, die mittleren. Ja, dann wird das Ganze besser. Das Blöde ist nur, dann fehlt mir tatsächlich der Tiefbass. Da habe ich manche Jazzstücke, da fehlt der Tiefbass quasi gänzlich. Dann ist unter 60 Hertz kaum noch was da. 50 Hertz vielleicht noch ein bisschen. Und darüber der Bass passt dann wieder. Dann wird er auch gleich mit einmal ausgeglichener. Er klingt ausgeglichener, weil natürlich der Bass deutlich zurückgenommen ist im Vergleich zu von einem Ziel. Aber im Tiefbass ist er dann nicht mal das, was er wirklich jetzt ist. Das ist eine richtige, im positiven Sinn sage ich jetzt mal, eine Basswumme, dem aber noch ein bisschen der Ausgleich im Hochton fehlt. Trotzdem, Tron Smart hatte mich angeschrieben und wollte von mir wissen, ob ich den vorstellen kann. Gerne, habe ich auch hiermit gemacht. Trotzdem sage ich ganz klar, nicht ein True Wireless Kopfhörer, der für mich gemacht ist. Was ich hiermit ziemlich geil angehört habe, war Highwire, also als elektronische Musik, weil der hat so viele Brillanzen allein schon gemastert in seiner Musik drin. Die kommen hier richtig schön. Das ist mir mit anderen Kopfhörern manchmal ein bisschen zu viel. Ja, also wenn ein neutraler Kopfhörer, wenn ich so Highwire höre, habe ich manchmal das Gefühl, oh, im oberen Mittenbereich, im Hochton, hat er so viel reingemischt, dann nervt mich das manchmal. Und das ist mit dem Apollo R richtig, richtig gut. Jazz passt für mich nicht so richtig. Rockmusik fehlt mir auch so ein bisschen der Druck in den Instrumenten. Gerade so eine schranzige E-Gitarre,
ist mir ein bisschen zu basslastig. Ja. Was richtig gut geht hierbei, sind dann zum Beispiel ja, Unplugged-Geschichten. Die kommen gut, tatsächlich. Stimmbetonte Sachen hören sich sehr edel an, denn der Transmart hat quasi eine minimales Rauschen. Ich bin sogar der Meinung, das ist dann eher das Rauschen, was in der Aufnahme ist. Aber von der Klarheit der Stimme, da hört man dann richtig, was der kann. Wird leider ein bisschen zu viel durch den überangefetteten Bass überdeckt. Und im Hochton, wie gesagt, der Sparkle fehlt auch. Und da können leider die anderen Modi, ich wiederhole mich, die können das nicht gerade biegen. Vielleicht gibt es da aber so ein Update. Ich weiß es nicht. Ob per App, weil die Soundprofile sind natürlich in der App hinterlegt. Die werden auch im Kopfhörer übertragen und wenn ich den einschalte, kommt der damit. Ich hatte es ja vorhin gesagt, nur wird das in der App erstmal nicht angezeigt. Weiß ich nicht, wenn das Transmart noch in den Griff kriegt und dann per App da auch die Möglichkeit bietet, vielleicht sogar so ein Custom-Setting umzusetzen. Das wäre natürlich grandios, weil da könnte ich mir vorstellen, da könnten die locker eine Klasse aufsteigen, wenn ich die so einstellen kann, wie ich das gerne möchte. Ja, und vom Preis her, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo die liegen. Ich glaube ungefähr irgendwie bei 60 Euro oder was das war. Die R Plus war noch ein bisschen teurer. Ich glaube, die liegen bei 60 oder 70 Euro. Ja, APTX-Übertragung ist eine schöne Sache. Nützt nur nichts, wenn tonal das nicht auf der Wellenlänge des Hörers liegt. Ja, viel mehr kann ich zu den kleinen Transmart hier auch gar nicht sagen. Die Transmart Apollo R Plus, die habe ich zu Hause, die kann ich leider nicht testen, werde ich auch nicht, weil ich hatte die ja vom Hersteller bekommen zum Testen und die wollten wissen, kannst du die beide vorstellen? Habe ich gesagt, nur wenn sie mir gefallen, beziehungsweise wenn ich denke, dass anderen die wirklich gefallen könnten. Und so machen die erstmal das richtig vom Komfort, vom Sitz her, vom Case her. Und die gleichen Abmessungen hat auch die Plus-Variante. Leider sind die bei mir angekommen und da ist der linke Einsatzdefekt. Der hat ein permanentes Störgeräusch. Klanglich sind die aber komplett gleich. Das ist die gleiche App, ihr habt es gesehen, da steht auch R oder R Plus. Das sind die gleichen Settings, die sind genau gleich abgestimmt. Der kann halt nur noch ein bisschen mehr, der hat so eine Erkennung drin, wenn ich die reinsetze und rausnehme, dass das auf Pause geht und weiterspielt. So Kleinigkeiten, was der normale Apollo eher nicht hat. Also wer wirklich den warmen Klang möchte, wer etwas sucht, was sehr gut im Ohr sitzt hier, dann ist sicherlich auch der Apollo R, dem Apollo R Plus möglicherweise vorzuziehen. Vom Preisunterschied würde ich sagen, sind die Apollo R dann schon wirklich sehr interessant. Ja, so viel als weiteres Video aus meinem Urlaub. Hier einer von zwei täglichen TWS, die ich immer mal benutze. Später werden das natürlich nicht meine TWS sein, die ich im täglichen Umgang habe. Da habe ich andere. Die habe ich auch in einem anderen Video vorgestellt. Das verlinke ich mal. Das ist nämlich, das sind die Irfan Free Pro sind das mit dem Oluf Tuning. Da ist keine App bei und nichts bei. Und die passen tonal mir einfach am besten. Damit ihr auch eine Idee habt, worüber ich mich hier beschwere. Also wer dann die Irfan Free Pro mit der Oluf Edition nicht mag, der mag vielleicht die deutlich mehr, weil die sind fetter, kräftiger abgestimmt. Ja, so viel zu den Transmart Apollo R. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch, über eure Kommentare natürlich hier drunter und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.